Welcome back. Moin. Ja, das, da geht's auch schon weiter. Und jetzt überlege ich gerade, ob Epic jetzt was machen könnte. Weil ich überlege schon... Wir spielen alle auf dem gleichen Level, das ist nice. Das ist wirklich nice, ja. Ich überlege gerade, bevor ich kurz scoute, was hier oben abgeht und ich mir erstmal das nächste Item schnappe. Eine Hyper Potion. Hat das einen Grund, dass bei dir irgendwie keine wilden Pokémon auftauchen? Ich bin OP. Aber erstmal habe ich die ganze Zeit überlegt, ob sie Pflanzen- oder Wasser-Pokémon hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das waren Pflanzen-Pokets. Ja, keine Ahnung. Oddish hört sich doch krass nach Pflanzen-Pokémon an. Also wenn Ander nicht OP ist, dann weiß es keiner mehr. Wenn Wasser-Pokémon gewesen wäre, hättest du es auch gesagt. Ich weiß. Das macht aber den Skill auf. Zwei Optionen vorzuschlagen und dann einfach eiskalt zu behaupten, man hätte sofort recht gehabt. Guter Tipp für euch da draußen. Funktioniert immer fast immer, es sei denn, ihr wollt Kinder vergraben, dann wird es schwer mit zwei Optionen. Wollt ihr zu mir oder zu... Okay, den bringe ich jetzt nicht. Boah, nee. Der ist böse. Aber ich kann mir vorstellen, dass das EG Bell wirklich macht. Evil Genius, das macht ist sogar ein ganz gutes Team für ihn. Ich glaube, wir sind ihm schon dicht auf der Spur. Also ich meine, wer mit EG Idruff befreundet ist, das geht gar nicht. EG Idruff hat gar keine Freunde. Die können nur im gleichen Team sein, was anderes. Ja, passt stimmt. Nicht. So, richtig. Und wie wir wissen, steht ja Team Plasma, ja, mit ihren bekannten Spielern wie Get This und Jesus. Mhm. Die stehen ja bekanntlich unter Evil Genius. Und weil jetzt ein Fail-Pokémon kommt, I saw it, aber I didn't switch. Was mache ich hier eigentlich? Wieso nehme ich hier eigentlich auf? Was geht ab? Ja, das fragen sich viele. Es ist 3 Uhr 35. Der Daily Disconnect war auch wieder am Start. Zum dritten Mal, das gibt's gar nicht. Das ist eigentlich voll krank. Dass wir auch immer so solchen Seiten aufnehmen müssen. Also was machen wir? Wollen wir mal was ausprobieren? Wollen wir einfach mal Shadow Ball? Ja, natürlich Shadow Ball. Shadow Ball ist fucking... Wie sagt man so schön, Powerful, man. Premiere sozusagen von unserer neuen Attack. Das, die ist saumächtig, Junge. Die wird das Viech auch bis zum Schluss behalten. A.K.A. Weichkopf wird es bis zum Schluss Hardkopf. Behalten. Gengar, ich schaue. Lol. So. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Schirmtussi. Ja, Grüße von mir auf jeden Fall mal an der Stelle. Stahl-Elektro. Und jetzt gibt's Action. Und zwar mit... Rock'n'Roll, ich will erst endlich mal... Magneton. Also, Magneton ist der Wetteinsatz vom Ander. Ah. Nicht? Ja, Magneton, Stollos, Beberat, neu, Pascan. Ladybar. Nee, fuck das. Hariyama. Fuck. Golbat. Epic Fight jetzt. Jetzt entscheidet... Lol. Jetzt entscheidet der Level. Und zwar deiner, weil, er 8 Level, weil du 8 Level höher bist als er. Ja, und jetzt? Rock Slide. Das zieht ungefähr... Wie viel ab? Schon einiges. Nice. Flinch. Hex. So, und jetzt einfach nochmal Rock Blast und dann war's das. Ich weiß nicht, ob's reicht. Wir müssen dreimal treffen. Muss ja auch immer treffen, weichen sie aus. Jetzt kommt Smackdown. Immer weichen sie aus, so. Die großen Kieselsteine. Wir müssen dreimal treffen. Rock'n'Roller und Weichkopf werden sich ja auf demselben Level entwickeln. Ja? Denke ich mir zumindest, ja, weil ja, macht beide durch Tausch eigentlich entwickelt das werden. Das ist ein Durr, es steht immer für den Vogel. Ja. Nord. Ja. Ja, richtig. Okay, Ander failed heute ein bisschen. Und jetzt? Ja, nicht mit Rock'n'Rolls kämpfen. GG. Ja, was machen wir jetzt? Keine Chance mehr. Weichkopf. Nee. Weichkopf. Spuk. Ja, Weichkopf kriegt der nie down. Spuk-Action, habe ich gehört. Right. Weißt du, wie geil das jetzt wird? It doesn't affect, man. Weißt du, wie geil jetzt die Spuk-Action von mir wird? Pass mal auf. Ja, du tust mir so leid, ehrlich gesagt. Ja. Da kommt nur noch die böse Lache von mir. Jetzt hör auf, mich zu buffen. Na, Holo. Fail, wie er vorhin die Entwicklung von dem Bob hatte, aber hier hat er nur Macholo, ey. Ja. Jetzt gibt's nochmal Shadow-Punch, wollte ich sagen. Fail. Shadow Ball. So own. Ja. Du bist einfach so OP inzwischen schon. Finde ich nicht ganz. Gut, Idra war schon. Ja, okay, Idra ist auch ein fantastischer. Ja, Idra ist auch wirklich. Also, hier ist ein Item wieder vergraben.
Ja, wahrscheinlich kommen wir da nicht ran, ist da hinten. Ah doch, da kommen wir gleich ran. Gleich, Leute. Was wollte ich? Ne, hier ist nichts. Fail. Okay, wieder auf der Suche nach vergrabenen Kindern. Das ist böse, muss aber mal gemacht werden. Und hier sind wir unseren nice. Guten Freund. Jo. You're fucking right. We've got Rock Blast, wollte ich gerade sagen. Hab ich auch. Erinnert mich an einen anderen Part, da habe ich auch drauf. Du dürfte aber nicht Savick. Ach so. Ich auch. Dachte, du war... ja, ja. Lol, dachte ich will den jetzt bashen. Naja. Denn ich habe recht bei ihm, er hat Magnetilo im Team. Not. Oder? Kommt jetzt Magnetilo? Nee. Oh. Fuck. Das okay, da hast du jetzt natürlich ein Problem. Ein kleines. Mit Rock'n'Rolls. Ein ganz kleines. Ja, Leute. Wechseln. Und zwar zu Hartkopf. Weichkopf. Hartkopf, Weichkopf. Mir fällt gerade Counter, lol. Keine Fortsetzung ein. Shadow Ball. Shadow Ball owned einfach alles. Spätestens jetzt wird Hartkopf, ich meine natürlich Weichkopf, so vernichten. Level up. Und eigentlich könntest du ihm tatsächlich mal einen IP-Taler wieder wegnehmen, weil es kann es auch selber ja. Richtig mächtig own. Jetzt kann es das. Aber eine Entwicklung wäre ganz nice. Ich glaube, ich kann lol, mir gut vorstellen. Voll geleckt hat, dass hier schon so eine Entwicklung angetäuscht wurde. Das ist fast so wie mit der Fast Axe, wird einfach mal angetäuscht. Was geht ab? Der Epic Fail vorhin übrigens. Was denn? Die Fast Axe. Ah, ich fand sie ganz okay, ich fand sie gut gespielt. Ja, aber wir haben nur im Tour aufs Maul bekommen. Im Tour und Tour ist das Fail, Leute. Merkt euch, dass keine Fast Axe im Tour und Tour. Ja. Epic Insider, so, wem geben wir den Trank? Niemanden? Weil alle auf dem gleichen Level und alle können selbst own. Das ist ein Argument, das ich nicht annehme. Okay, doch, machen wir so. Weil jetzt haben wir ein Item. Hatten wir nicht mal was sehr cooles? Wie ich jetzt die Zeit burne? nee, anscheinend nicht. Hä? Okay, das ist seltsam. Okay, Wayne. Wir nehmen das Item. Nice. Das müsste Verhöhner sein oder sowas. Oder Folterknecht. Ich glaube Folterknecht sogar, ja. Ja, passt. Ja. Passt. Und wieder ein neues Kind. Wieder ein Äther. Naja, Verhöhner passt ja hier. Nee, ich glaube, es müsste Folterknecht Burn. Gewesen sein. Meine ich ja Folterknecht. Wegen Bell. Willst du mich verarschen? Wie du denkst, man kann da hoch. Ja, fail. Als ob das bei Pokémon-Spielen jemals gegangen wäre. Das so. War's dann wohl schon. Hier in der Stelle. Moin. Ah, lol. Flampion. Der Kollege ist aber schwach. Sagst du. Forderst du gerade Rock'n'Rolls herauf? Du sagst... Ja... Rock'n'Rolls wird den vernichtend schlagen, ist ja. Schon klar. Bei 10 Level drüber ja, und Typ-Vorteil, aber... Einfach nur, weil ich böse bin, will ich ihn jetzt mal um. Oh, es ja. Reicht nicht mehr. Krass. Das ist schon... Das wundert mich, das nee, so. Nee, Rockblast ist keine starke Attacke, Leute. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Wenn es 5-mal trifft, schon. Und Crit. Ja. Ist das so stark, wie ich weiß nicht, denn es ist ein Hyperstrahl eigentlich schon. Von... Nee, doch. Nicht ganz. Ja, mit Stab schon. Also es kommt doch auch hier Hyperstrahl unten? Nee, hier ist ob Hyperstrahl auch Stab hat, aber... Hier ist Nobody. Das ist natürlich immer sehr variabel nee, alles. Hier kann man überhaupt nicht vorbeilaufen. Fail. Also bleibt noch dieser Weg, ne? Dieser Weg wird ein ganz leichter sein. Moin, Kollege. Fight me. Nee, da oben gibt's weitere Kämpfe. Na, der sieht interessant aus. Der sieht aus wie Stone-Pokémons. Wie du immer schon predicten willst, was die für Pokémon haben. Aber es ist schwer. Ich bin ja nicht neu, Fail. Ich bin ja neu in der Edi. Vor allem, genau, ab jetzt wird's wieder blind für den anderen. Weiter hat er nicht geteased, gesneakt. Wie sagt man das? Ja, so weiter, ne? Weiter gespielt. Hat der andere nicht. Es bleibt also beim... Ja. Lol. Ja, disconnect again. Aber wisst ihr, wenn ein Daily nicht reicht, ein Daily Disco, dann einfach den 2. Ja. Und ich hatte recht, Rhyhorn ist unser Gegner, das heißt.
Wir können ihn mit Armstrong splashen. Weil ich will kurz sehen, was da abgeht bei The Film. Nebenbei sehen wir, wie Rhyhorn einfach 5-mal geowned wird. Epic. Es ist zu krank, was hier abgeht, Leute. Ohoho. Jetzt wird's spannend. Ich spiele einfach weiter ohne The Phil. Der kommt gleich wieder. Wobei, ich glaube, diesmal hat es ihn... Ich glaube, sein PC... Ich glaube, sein PC musste neu starten. Weil er hatte dann noch ein paar... Updates. Ihr kennt ja Windows, ne? Da sind Updates, was ganz normal ist, okay? Wir haben jetzt noch 10 Minuten in diesem Part. Das heißt, er wird in der Zeit wahrscheinlich wieder unten kommen. Dann darf er am Ende nochmal dabei sein. Und... Und Electabuzz überlebt. Deswegen werde ich schlau sein. Und aber Electabuzz ist schneller. Sonst hätte ich jetzt Iron Defense eingesetzt und ihn einfach eiskalt ausbluten lassen. Aber leider greift es zuerst an. Schade eigentlich. Weil die Strat funktioniert sehr gut. So. The Filz Compi ist höchstwahrscheinlich einfach mal down gegangen. AKA neu gestartet, wie ich schon erwähnt habe. Denn Windows ist ja ziemlich aufdringlich mit Updates und ja, da bekommt er einfach mal wieder ein bisschen Under-Action. Und wir haben hier diesen bösen Crocodile, der hieß auf Deutsch, hieß er nämlich, das habe ich mir doch gemerkt, der hatte doch so einen bösen Namen, AKA Bandit oder sowas, Bandier oder so, hieß er nicht so, der hat auf jeden Fall einen bösen Namen. Räuber, ich weiß nicht mehr. Schnapp mir das Item. Nur eine Super Potion. Man muss eigentlich hier gar nicht so viel einkaufen, weil es wird alles in den Arsch geschoben. Aha, ich stehe genau drauf. Hyper Potion. Kein Kind. Kein weiteres Kind. Ja, jetzt bashen wir den hier im tiefen Sand vergraben. Das wird sehr lustig. Denn das ist ein Vorteil für meinen Rock'n'Rolls. Und nochmal sorry, dass ich so beschissen klinge. Ich bin verdammt erkältet. Aber mir geht's schon besser mittlerweile. Und wir haben Glück, Ponita ist ein Feuer-Pokémon und das ist... Okay, das ist seltsam. Ich habe nichts in Erinnerung, dass Epic vorne war. Nun gut. Dann ist Epic halt vorne gewesen. Wir fällen einfach weiter. Und kassieren hier den... Stampfer, ne? Stampfer muss das gewesen sein. Ich glaube, Rock Blast reicht völlig gegen Polenita. Okay, Fire Spin ist ein bisschen gemein. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Jeder weiß es. Ja, richtig, die Attacke hält ein paar Times über und das ist gay. Wenn jetzt noch ein Feuer-Pokémon kommt, dann finde ich es traurig. Erstmal gibt's. Okay, Epic darf doch nochmal raus. Dann gibt's doch noch ein Level-Up für jeden. Ja, das ist doch mal episch hier, was wieder passiert. Der andere hat's voll raus, der andere ist jetzt voll im Labern vertieft. Und wir sehen hier übrigens einen krassen Levelschub und ich überlege gerade, ob Girafarig normal Psycho ist oder ob es nur Psycho ist. Es ist nur Psycho. Nehme ich jetzt mal an. Gekonnt. Ja, dann ist es mir so egal, dann kriegst du jetzt einen Heat Crash von mir. Und was das war? Mächtig ausgewechselt. Die KI wurde erhöht, aber das macht keinen Unterschied, weil der Heat Crash wird böse. Und jetzt werde ich einfach einen Flame Charge hinterherhauen. Und wir sind nicht schneller. Böse von ihm. Ja, der andere wird jetzt ganz ernst sein, weil Ander ist gerade am Überlegen. Da ist er übrigens wieder weg. Das kann wieder lustig werden, Leute. Und der andere ist gerade am Überlegen, wie man mit Bell umgehen soll. Wie man ihm das Handwerk legen könnte. Ich halte das für unmöglich. Aber er ruft hier wieder an. The Phil. Bam! Welcome back! PC neu starten for the win? Ah! Und zwar jetzt und start mich einfach mal instant neu. Moin. Und sowas, ne? Ich habe ja, den Leuten schon erzählt, es ist wieder back in action. Es war böse. Denn ja. Böses Windows ist böse. Windows. Und das reicht nicht, verdammt. Geowned.
und das heißt die Rafari eventuell sogar. Ja, das und wird böse. Ich gehe jetzt zum zweiten Mal down in diesem LP und bei mir ist wieder irgendwas runtergefallen. Nach 23 von ein paar Parts und ich weiß nicht mehr genau, was das damals war. Vermutlich, ich weiß nicht, es kann viel sein von dem, was hier bei mir auf dem Tisch rumliegt. Eventuell mein Handy. Ich weiß nicht. Jetzt weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was runtergefallen. Jetzt gerade ist was anderes runtergefallen. Ja, es ist was anderes runtergefallen. Jetzt bei uns der Sound weg. Warte mal, kann ich das eigentlich so fixen? Ich glaube, das DS-Ladekabel war das gerade. Ja. Für die Leute, die es interessiert. You und was so. Machst du da gerade? Ach ja, I fix a bit. Volume hochstellen, okay. Und ja. Nö, will er nicht, egal, was willst du machen. Ich war jetzt kurzzeitig weg. Mein PC dachte sich, nö. Nö, will jetzt ich nicht. Habe ich gerade kein Bock, anders PC denkt sich, ich will jetzt mal nicht mehr im Internet sein, Daily Disconnect for the win. Mein PC denkt sich, ich muss ein paar Updates installieren und zwar dann, wenn The Phil sagt, ich will aufnehmen mit Under. Ja. Deswegen und dann kommt folgendes zustande, dass wir Peril so ein, ich wollte schon sagen Cheeser, ich meine natürlich Hexer. Fuck. Warum ich Cheeser? Hm. StarCraft Fans, Freunde, Spieler wissen natürlich, was mit Cheese gemeint ist, aber hier wir bringen sehr wenig Sinn. Kann man bei Pokémon von Cheese reden? Ich glaube nicht. Doch. lustiges Wesen aus der Hölle. Ich weiß nicht. Werden wir jetzt einfach mal direkt own, weil ich werde mich sowieso jetzt reingehen. Und warte mal, ich pege gerade tatsächlich. Nichts Neues, Leute, nichts Neues da draußen. Ja, da ist The Phil wieder back. Jo. Critical. Genau so ist es und du crittest ihn einfach mal den Schädel weg. Das ist so böse eigentlich von mir. Eigentlich tut es mir leid, ja. Wenn ich mir überlege, was Bell mit Kindern machst du mit anderen Pokémon. Ja, ja, und wenn ich mir dann vorstelle, das könnte jetzt ein Pokémon von eines dieser Kinder gewesen sein. Stell dir mal vor, da kommt so ein kleines Kind und denkt sich, oh, ist das ein süßes Pokémon. Vor allem das hier. Und dann ja, das fange ich mir. Und dann kommt sowas, ja, dann kommt Ander einfach mal. Nee, warte mal kurz. Ich own das mal kurz. Warte mal, Ander hat hier das Recht, mal kurz reinzuhauen. Und tschüss, Wallaby. Wannabe? Wallaby, das ist der Name. Wannabe the guy? I wanna be the Und das Ranger. Ist ein Pro-Game. Ja, auf jeden Fall. Nichts für Idras. Ich glaube, die würden rausragen und zwar gewaltig. Mhm. Hier ist ja sein Kollege, bei dem ich gerade den deutschen Namen, der fiel mir gerade nicht mehr ein, von dem Crocodile. Rockaiman, also die mittlere. Echt? Nee, ja, nee. Das kleine die erste. Heißt Ganovel, das ja! I told you, it was a bad name, it was a Ganovel, I remember. Ganovel ist das kleine, yep. Dann Rockaiman, das Ding und dann noch Rabigator. So, den haben wir gebasht. Ne, die haben wir noch gar nicht gebasht. Wie bin ich denn da gerade vorbeigelaufen? Ich weiß es nicht. Ah, und hier haben wir ein sehr mächtiges Pokémon. Und zack, haben wir es gefangen. Ja? Kann man... Dritte Gen? Ja. Dritte Gen, ja. Wir haben jetzt bald alle Vertreter. Diese Aussage ist richtig. Denn, you see in my team, I've got two 5th gen and one 4th gen and one 1st gen and now I need a 3rd gen. Ja, and if genau. You believe in me, I am the best. Zweite bräuchte es halt auch noch. What? Aber da gibt's nicht so viele Vertreter. Well, in 2nd gen I fang a Togepi and then I'm OP. Yeah man, and then... You remember the Togepi part? The Eternal... It took like 15 minutes to bash him, it was an imba. And now we'll cast this game in German. Not. Ja, wir casten vor allen Dingen. Und because I'm not playing this game. Stadion an. Wie machen wir das? Das geht gar nicht, nehme ich nur an. Wir sind OP. Okay. Rock'n'Rolls haben wir am Start, was geht ab? Du könntest es auch mit Smiley versuchen. Smiley ist auch ein guter Vertreter bei sowas. Level 12, wir haben, wir haben Smiley. Ja, lol. Ach nee, geht ja gar nicht. Ja, ausweglos oder so eine Kacke. Gut! Dann lass mal schön Bälle werfen. Warte mal kurz, hat das Viech noch eine... Warte mal, hat das Viech noch eine andere Fähigkeit? Ich kann kurz nachschauen. Sturdy? Ich weiß es gerade nicht. Du musst mal nachschauen, weil vielleicht lohnt sich eine andere Fähigkeit mehr. Ja, mach ich. Wait a sec. Wir haben ja noch eine Minute. Ach ja, lol. Ja, dann... Was? Ja. Was ist die andere Fähigkeit? Mein PC... Warte. Epic. Epic, was hier wieder passiert. Jetzt kommt. Schnell, Ander wird böse. Nein. Epic, wie wir dir jetzt dabei zuschauen. Kann haben, Scherenmacht und ausweglos.
Das, was du hast, hat natürlich ausweglos. Scherenmacht wäre, verhindert das Absinken der Angriff. Also, du kannst nicht mit Heuler irgendwie Angriff verringert bekommen. Okay. Warte mal, bei Vibrava. Wobei Vibrava dann so oder so Schwebe hat. Insofern wäre es nicht so wichtig. Okay, ist völlig unwichtig. Wir fangen es uns mit einem gefundenen Hyperball. Und wir haben nur drei. Gedenken wir des Kindes, das daneben lag. Okay, wir haben nur drei. Dann werfen wir einen Quickball. Ja. Weil wir jetzt schon so viel Zeit verbraten haben, das wird. Ja, es zählt zwar nach Runden, aber wir gewinnen trotzdem. Vielleicht die Zeit in Runden gemeint. Und das müsste doch wohl reingehen. Wir sind epic. Tut es auch. Und bist du Libeldra Fan? Ja. Ja? Ist nice. Fand ich eigentlich immer schon recht episch. Okay, ist nicht gerade mein Favorite Drachenpokémon, aber okay, der, das ist auf jeden Fall nicht geil. In der Search Gen, aka ja. Irgendjemand wollte, dass ich einen Brutal Under fange. Ja. Und das machen wir natürlich auch. Ach ja, jetzt ist natürlich wieder die Frage. Mit dem Namen! Und zwar. Ja. Okay. Mhm, das wird kompliziert. Libeldra. Nee, das kommt nicht von mir. Nee, das wäre Feldin so einfach. Mir ist ja auch nur aufgefallen, dass der Name Bell in diesem. Ich weiß, das ist böse. Ja, wir verbrauchen jetzt nochmal 5 Minuten fürs. Überziehen wir nochmal jetzt für die spannende Namensgebung. Und wir nennen ihn Monopoly. Ja, what the fuck? Ja. Oh Lord, da kommt sogar noch einer on bei mir. The Unknown Man. Ich pack ihn mal kurz in die Konfi und dann. Fragen wir ihn, was er für einen Namen haben will. Er soll sich irgendeinen Namen ausdenken. Jesus. Das mach ich jetzt. Bis gleich. Bis zum nächsten Part, Leute.